Paritätische Kindertagesbetreuung ist Tochter des Landesverbandes und wir sind ein Anbieter von hochwertiger Kindertagesbetreuung in Bayern. Dieser Wettbewerb bietet uns einfach jetzt die Chance, uns in den Vergleich mit anderen zu setzen, um wirklich mal für uns objektiv auch zu erfahren, inwieweit unsere Maßnahmen gegriffen haben und ob wir wirklich so gut sind, wie wir glauben. Der Paritätische treibt eine moderne Pädagogik. 88, wo ich hier angefangen habe zu arbeiten, das war der erste Träger, der ausländische Mitarbeiterin genommen hat. Was halt auch sehr wertschätzend ist, dass der Arbeitgeber halt uns auch besucht in der Einrichtung, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Er kommt spontan mal vorbei und das ist halt auch sehr schön, ja. Ich bin 40 Jahre dabei und es ist ein super Arbeitgeber. Man hat Probleme, kann auch zum Chef kommen und Probleme mit ihm besprechen und man kriegt auch Hilfe dann. Seit 6 Jahren bauen wir betriebliches Gesundheitsmanagement auf. Der Gesundheitstag ist ein Event, wo wir zum einen in Vorträgen, aber auch in Aktionen Mitarbeiterinnen Angebote gemacht haben, wie sie individuell ihre Gesundheit fördern können. Der Träger hier legt sehr viel Wert auf Weiterbildung der einzelnen Mitarbeiter und ich selbst hatte die Möglichkeit, bei dem Träger zu studieren. Ich mache eine Zusatzqualifikation zum Praxisanleiter, zum Anleiten von Auszubildenden und das wird halt vom PARI unterstützt und auch angeboten und das finde ich einfach sehr toll. Eine Maßnahme oder eine Geschichte war zum Beispiel die Aktion Der Chef kocht, wo wir einen kleinen Wettbewerb gemacht haben und zu den Mitarbeitern gesagt haben, überlegt euch doch mal, warum arbeitet ihr gern bei uns? Und haben dann unter allen Teilnehmern Events verlost, wo ich in Einrichtungen gekommen bin und dort gekocht habe für die Mitarbeiter. Zusammen mit den Mitarbeitern und für die Mitarbeiter.